Hallo, ich bin Charlie Fuchs aus dem Tukaskope TV Center mit dem Mittagssnapshot für Mittwoch. Werfen wir einen Blick darauf, wie Devisenhändler in den 12 Stunden des Handelstages performten. Der Euro-Dollar stieg um 36 Pips aus dem frühen Tief an und ein Gewinn von 0,11% wurde am Mittag erfasst. Der Handel war aktiv, das Volumen hoch und die Stimmung ist bärisch, 17% Short. Der allmähliche Aufwärtstrend macht Verluste wahrscheinlich. Das von Dollar tendierte nach Norden und das Bar stand am Mittag 0,28% im Grünen. Das Kabel hat eine typische Höhe der Mittel angezogen und die Stimmung ist neutral, 11% Short. Der Handel sollte erfolgreich für Bullen sein. Der Dollar-Yen hatte einen bärischen Tag mit einem Rückgang um insgesamt 30 Pips. Das Volumen ist extrem niedrig und die Stimmung ist bullish. Long-Positionen überwiegen um 18%. Der Abwärtstrend hat viele Risiken für Investoren gebracht. Das Pfund-Yen stieg nach 8 Uhr um 47 Pips an und es war nur ein Bruchteil im Grünen am Mittag. Der Umsatz liegt 28% über dem Monatsdurchschnitt und die Stimmung ist neutral, 7% long. Die allgemein enge Preisbewegung sollte Mittelverschiebungen für die beiden Seiten begrenzen. Der Euro-Yen war stark rückläufig früh in der Session, aber der meiste Verlust wurde im nachfolgenden Anstieg nachgeholt. Dieses Paar hat wenig als die Hälfte der durchschnittlichen monatlichen Gelder angezogen und die Stimmung ist bärisch, 30% Short. Händler hatten ihre Chancen früh in der Session, Gewinne und Verluste wurden begrenzt. Das war der Mittagssnapshot für Mittwoch. Auf Wiedersehen.